Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trails of Cold Steel 4. Beim letzten Mal sind wir mal wieder nach Michelin gekommen, um hier unsere letzte große Nacht mit all unseren Freunden zu verbringen. Bevor es dann morgen in den Krieg geht und wir, ja, wenn man den ganzen Leuten hier glauben darf, wahrscheinlich alle sterben werden. Werden wir natürlich nicht, weil es ist Trails of Cold Steel, aber ne, es könnte passieren. Deswegen wollen wir nochmal ein bisschen Zeit verbringen. Wo ich mich auch gar nicht darüber beschweren will. Ich meine, war ja eh mein Wunsch, dass wir nochmal hinkommen würden. Für, naja, zum Beispiel die finalen Bonding-Events. Und ja, die werden dann jetzt auch anstehen, bald. Wahrscheinlich noch nicht heute. Ich habe das Gefühl, wir haben noch wirklich viel zu tun. Wir haben noch nicht mal alles fertig erkundet. Haben noch gar nicht mit den 5 Events, die wir verbringen können, angefangen. Und es gibt noch eine Sidequest. Also ja, wir werden heute wahrscheinlich nicht fertig. Das ist wieder mal ein ganz schön großes Ding hier. Also ja, reden wir mal weiter mit den ganzen, zumindest halbwegs interessanten Charakteren. Never knew you were such an amusement park aficionado, Luis. Last time I was in Crossbelight in an annual pass, so I pretty much know this place inside and out. Looks like Luis is giving you the grand tour. Yep, we're planning on meeting up with Laura and Fee a little later. But for now, we thought it might be fun to spend some time with the Curran Thor students. We may be alumni, but we're really just following Luis's lead. Well, when it comes to Michelin, I'm practically a professor. Okay, vielleicht solltest du das, ja, einfach mal studieren tatsächlich, ne? 3? You want me to come as well? Well, I guess it could be interesting. Oh, go have fun, Celine. Kids don't get to ride amusement park rides every day, richtig? Morgana würde sich freuen. Morgana würde sich nicht beschweren, wenn er die Wahl hätte. Aber der dafür gewöhnlich nicht. Hey, Rain, wanna go for a drink or something? You can come to my stall. Just make sure you settle your bill. Don't be thinking you get special treatment just cause you're regular. But wouldn't that... Oh, never mind. You two opened up a stall, huh? Wanna versuchen, dir Geld zu machen, ne? Huh? I gotta earn some extra cash to pay Cargo's medical bills somehow. And Marquias wasn't doing anything, so I figured you could help out too. I do have other responsibilities, you know? After seeing how hard you worked to find Cargo, I figured this was the least I could do. I wasn't able to help you before, but I intend to make up for that. Marquias. It all makes sense now. Wer ist Cargo? Wer ist diese Person? Also wer ist auch Pattery? Kenne ich bestimmt irgendwoher, aber es sind ja solche NPCs, die ich mir nicht gemerkt habe, ganz sicher. Tut mir sehr leid. Doing your duty is fine and all. Just make sure you come home safe. You've got everyone on the Osiris of Glory sick. Okay, es ist irgendeine, die ja in Heimdall da lebt, genau. War doch da, ne? Fool Petri is gonna feed your glasses if you don't shut up. Right, right. I'll buy you a drink later. An alcoholic, of course. Nice. Make mine a Gamgee Ginger Ale. I'm about to drink you under the damn table. So funktioniert das nicht mit... It's not an alcoholic. Nobody's going to be under any tables. And even all, you can tell how much Petri cares about Marquias. Everything depends on tomorrow. We've got to do our best to... So these two can keep the promise. Ja, wir haben sie ja mal gesehen. Ich glaube, das war dann am ersten oder zweiten Teil oder beides. Genau, im zweiten Teil war, glaube ich, so eine Sidequest, wo wir irgendeinen Jungen, auch, der auch mit ihm zusammenhing, finden sollten. Der war dann in Emir hinterher irgendwie, ne? Wahrscheinlich geht es darum gerade, aber das ist viel zu lange her. Holy shit, warum sollte ich mich da noch erinnern? Spiel, bitte. Was kann ich hier machen? Kann ich was kaufen? Tatsächlich... Hab ich das schon? Hab ich tatsächlich schon. Michi Pecky? Naja. Ja, nee, das reicht dann auch wieder. Danke. Einen Ballon hätte ich gekauft. Ich hätte einen Ballon gekauft, muss ich zugeben. Aber so ein komisches Teil, was man in den Arm klemmen kann, verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Wer hat sich das ausgedacht? Man, I just can't stop taking pictures. Here a snap, there a snap, everywhere a snap snap. Taking photos of pretty girls is my natural habitat, and damn, it's good to be home. And speaking of pretty girls, Rain, seems to me there's one girl in particular that's perfectly fancy. Wer ist es denn, huh? Kannst du mir auch sagen, wer das ist? So remember to be a good guy, okay? I'll be rooting for you. Wie sie alle so tun, als wüssten sie, wer es ist. Als könnte, hätte man jetzt schon jemanden gewählt. Aber aktuell hat Rain Augen für so ziemlich jeder hier. Ja, schon mir war eine feste Kameraperspektive tatsächlich. Come on, you seriously want to check out now? What's your idea to check this thing out in the first place? Well, I just thought that if I chose this ride, you might agree to come with me, but... I didn't know it was going to be this scary. Alright, alright.
Let's just chill here for a minute. Try to get used to the whole vibe. Maybe that'll help you calm down. Are you sure you don't mind? Thank you, Ash. Is as often bait? Krass. Realized before, but they really do make a cute couple. Was soll das hier nur los? Ich habe doch gar nichts mitbekommen von allem hier. Hey girls, out for a night on the town? Something like that. We're planning to meet up with Elisa and Emma in a little while. Many things here speak to or shed interest, so we decided to look around together. Some of the rides seem like they'd give a reflex a nice workout. And this fearful atmosphere may prove a fine test of courage. Huh, only you three would view going to an amusement park as a training opportunity. Vor allem Laura. Don't worry, we fully intend to have some fun as well. It's a two birds, one stone scenario. I'm just happy that two of you invited me along to join you. Well, you girls have fun. So, nur mal ganz kurz gucken, wen ich hier so hin mitnehmen kann. Das war ja das, ja, die Attraktion, wo man wirklich auf Sachen schießen konnte. Oh, da würde jeder mit können kommen. Okay, anscheinend scheinbar schon. Da kann ich auch Sarah mit hinnehmen. Das wäre mal eine Möglichkeit hierfür zum Beispiel. Ich überrasche halt immer noch, dass ich sie nicht zum Trinken mitnehmen kann einfach. Das haut mich wirklich um. Ja, wollen wir jetzt mal ein Event machen, wenn wir schon hier sind? Will ich das mal mit Sarah machen? Ich weiß halt, eigentlich sollte ich googeln. Ne? Eigentlich sollte ich sicherheitshalber nachgucken, was dann passiert. Aber, vielleicht kann ich auch Zeit mit jemand anderem verbringen, mit einem Mann oder so. Wer weiß. Mit Crow zum Beispiel. Der freut sich bestimmt. Ne? Oder wir können Celine mitnehmen. Einfach nur, damit ich eine Katze dabei habe. Oder vielleicht verwandelt sie sich. Ich weiß es nicht. Das ist halt das, was mich gerade interessiert irgendwie. Let's go. Oh, Celine, you came as a human. Ja, das war zu erwarten irgendwie. And you have a problem with that. It is a game for humans, after all. I just thought it'd be more fun if... Hey, wipe that grin off your face. I didn't say a word. Come on, let's give it a go. Fine. Du bist immer noch freiwillig gekommen, also, ne? Beschwer dich hier bitte nicht. Ich hab dich nicht gezwungen, nur weil ich dich aus einem Menü ausgewählt habe. So basically, all we have to do is shoot the ghost to raise our score. Get enough points and we win. How do I let myself get roped into this? If we're going to do this, we may as well do it right. So the two of you wish to break the horrors, I see. I can only hope you manage to survive. Ja, werden wir, keine Sorge. Da bin ich mir relativ sicher. Bekomme ich das Minispiel dann wenigstens trotzdem noch? Weil das will ich schon gerne spielen, wenn ich schon hier bin. Ich will jetzt nicht nur eine Cutscene haben. Ja, bitte. Normal, ist das neu? Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte aber jetzt gerne noch einen schwierigen Schwierigkeitsgrad. Okay, ich kann einfach schießen so. Ja. Steuerung ist simpel genug, immer noch. Mhm. Macht Celine eigentlich irgendwas oder ist sie nur so da? Weil. Hat sie nicht extra eine Menschen verwandelt, damit sie auch mitspielen kann und so? Damit es mehr Spaß macht? Und jetzt muss sie alleine schießen, wirklich? Oder halten wir die Waffe quasi zusammen und zielen gemeinsam im Koop? Weiß nicht, wie das genau funktionieren soll und wie viel Spaß das machen soll, aber. In Ordnung. So, Turbo Mode ist hier vielleicht eigentlich nicht so sinnvoll, aber. Vielleicht für die kleinen Pausen halt. Ich frag mich halt, warum die. Woher die diese Monster haben? Ich meine, das sind ja wirklich. Entweder ist es wirklich echte Monster. Oder es sind sehr, sehr ähnliche. Sehr, sehr realistische Nachbildungen. Also. Props dafür, ne? Props für die Props, würde ich sagen. Na, wisst ihr, war ein Wortspiel? Weil Props sind. Okay, das wäre das. Hier kam noch ein Boss oder sowas, ne? So eine. War das nicht eine riesige Mischi einfach? Ja, genau. Was auch wirklich ein schwerer Kampf ist. Wie gesagt, ich hätte gerade einen schwierigen Schwierigkeitsgrad gehabt, eigentlich, aber. Na gut. War ja auch immer noch nicht perfekt. Ich hätte ja immer noch mehr treffen können, eine perfekte Combo bilden können. Aber für mich war es auf jeden Fall zufriedenstellend. So. Drei Sterne? Geht's bis 3 oder bis 5? Oder bis 10? Nein, okay, wenn da bis 5. Aber. Ich bin nicht sicher. Na, ich finde, wir waren gut. Du auch, Celine? Hattest du Spaß? Phew, looks like we managed to hit our target goal. That wasn't so bad. Seems you and I make a pretty good team.
I'm just happy you had a good time. I know I did. Thanks for coming along for the ride. It's not a huge deal. I need a break from things anyway. Thanks for inviting me. Of course, I'll call you again if something else comes up. Nee, nochmal rufen wir Celine, nicht, keine Sorge, ich will ein bisschen Abwechslung schaffen. Müssen ja nicht alles nur für die Liebe und so machen, ne? Nicht alles für Musei. Und gegebenenfalls Sarah, wo ich immer noch ein bisschen Angst habe, wie gesagt. Also wir werden auf jeden Fall zuerst Musei machen und dann vielleicht noch Sarah, wenn es dann auch noch geht. Ne? Was würde ich denn gerne am liebsten mit Musei machen, ist die Frage, wenn ich die Wahl habe. Vielleicht mal das Riesenrad. Simpel, aber simpel. Alright, let's go check out that castle thing next. Come on! Still, would it kill you slow down a little? You did just ride the horror coaster over and over until you get the high score. Looking like a little girl in a candy store. Oh, come on! We've got the whole place to ourselves. Do you waste not to enjoy it? Now come on, you two! We have a castle to storm! Alright. I suppose we don't get an opportunity like this every day. Let's go! Looks like you're all having fun. Das sind alle Leute irgendwie blauschen, ne, während sie Gespräche führen und dann einfach plötzlich auftauchen und sagen, hahaha, hi, ihr habt ja anscheinend Spaß, auch ohne mich. It's been way too long since we could just enjoy ourselves as family. It's true, I've been busy with school and Estelle and Joshua have been running around all over the continent. Heck, the first time we'd see Dad in 6 months was aboard the Pettigruel. I didn't realize you'd been apart for so long. But if that's the case, shouldn't you be spending time with him now? Ja, wo ist er? Ich dachte mir auch gerade. Nah, it's alright. He deserves a chance to catch up with his old friends anyway. Besides, he's got some business to take care of, doesn't he? Nothing gets by you, huh? Sounds like he's planning to head out around 10 PM, so we'll have a chance to see him off then at least. But we have some business of our own to finish up before then anyway. We do have a little more time together, but I did promise Tita I would meet up with her. I guess you two will just have to enjoy a nice long ride off the Ferris wheel without me. That would actually be kind of... Yeah, okay, ich sehe schon. Rent, now is not the time. Thanks for the thought, though. Whether as family or lovers, the bond between these guys is rock solid. Indeed. Ja, okay, wir gehen zum Riesenrad ganz kurz. Sie haben es mir gerade schon vorgesagt, das ist eine gute Möglichkeit, um Zeit mit der großen Liebe zu verbringen. Ich glaube, Muse hat doch damals hier gesagt, dass er das gerne mal mit jemandem ganz Besonderem machen würde, oder? Ich glaube, das hat sie gesagt. Sowas in etwa jedenfalls. Also komm, erfüllen wir doch gleich den Wunsch. Bevor ich mir weiter um die anderen Attraktionen Gedanken mache. Oh, hier sind auch noch ganz schön viele grüne Events. Hi, ihr erstmal. Was seid ihr am Trinken? Schön nach Geschlechtern einfach aufgeteilt auch. Die Tränke. Do you morons ever think about anything other than what you want? Hey, are you listening to me? George, Crow, you two. Yeah, we just don't have a good excuse. I guess I should apologize for my actions during the Civil War. Oh, jetzt kommt alles auf sie zurück. I think so too, but Angie, you're not blameless either. You shouldn't have run off to the cemetery on your own without saying anything 2 months ago. Ja, aber selbst schuld dafür, dass du erschossen wurdest, Mensch. I know that you felt bad about planning to dig up Crow's grave, but you could have said something and gotten someone else's perspective. Didn't explain George's actions in Calvert either. Toa, are you angry at me? What is going on? No, of course not. I'm not angry at all. Not even a little. Vielleicht doch? It's not what she's saying that makes this awkward. Toa's relentless logic at times like these is terrifying. It doesn't help that she's been drinking too. Ja, wie gesagt, Alkohol ist schlecht. Hey, you should be listening through this too. Not like this has something to do with you. As graduates of Thors, you need to behave more respectably. Understood. Roger that. Huh. Well, I dropped out, so you can't call me graduate. Nice try, Crow. Ah, deswegen sind sie auch alle rot. Nicht, weil sie so beschämt sind, sondern weil sie so betrunken sind. Oh no. You may have dropped out, but regulations say that you can always re-enroll. Yeah, if you end up at the branch camps with me and Reen, well... Nein. Oh, hell no. Being your student would be bad enough, but if I were Reen's... You brought this on yourself, you know. If that happens, you better get to studying. So schlimm bin ich doch gar nicht als Lehrer. It's been a long time since I've seen the four of them together like this.
I'm sure they realize how unlikely it is too. Wobei ich sagen muss, im Gegensatz zu den ganzen Lehrern, ja, im Gegensatz zu den Lehrern am Main Campus, bin ich noch einer der kompetenteren, würde ich behaupten. Also da gab es auch nicht nur inkompetente Lehrer, aber schon viele, schon viele. Yep, any way you slice it, my being here contradicts reality itself. Doesn't matter what you, Adios, or anyone else has to say about it. My fate's not gonna change one bit. The smiling and staying positive. They really are something special. Oh ja, oh ja. Und wir haben direkt noch ein grünes Event. Vielleicht mischen wir uns auch noch ein bisschen ein diesmal. Thought George and Angelica would be getting some quality time together. But we bumped into them and now it's all four of us hanging out like always. So that's what happened. Warum sollten die... Was? Wovon redest du? Ich bin gerade sehr verwirrt. Warum sollten die Quality Time miteinander verbringen und nicht alle vier zusammen? Hey, wait, I got a great idea, man. How about you and Toa hang out? It'll give me the chance to sneak off and chat someone up. What? Crow? I think that's how cute to leave, George. Sounds good. But you know, I don't think it's me you want to spend time with. Well, if Kia ran Tina and Tio around, oh, we should acquaint ourselves with Sully, too. Ja, sag ich doch, das ist eigentlich so die Leute, mit denen sie Zeit verbringen will, sag ich doch eigentlich. Well, she's really missing the point. Warum sollte sie Zeit mit George verbringen wollen? Ich verstehe es nicht. Also außer, so als Freunde hier, wie sie es gerade auch tun. Also, okay. Wollte ich nur gesagt haben, ja? Delicious meat. Na gut, so lecker ist es auch wieder nicht. Müsst ja nicht übertreiben, ne Randy? Was telefonierst du da rum? Make sure you go to bed at a good hour, not staying up late drinking. I know. But I think I'd sleep better if I got a good night kiss. Doesn't matter if it's over the communicator. A kiss? Ugh, I guess it can't do any harm, since it's just over the communicator. Wer ist das? What are you talking about, you idiot? Good night. Kein Kuss? Never change Mirel. Where's Mirel? Soll ich das wissen? Kennen wir die? Also... Man kann sie bestimmt aus Crossbow kennen, aber ich bin nicht sicher, ob wir sie auch aus diesem Spiel hier kennen. Anyway, I think Green's listening in on us. I'm sorry, I didn't mean to. The person you were just talking to, her name is Mirel. We used to work at the Crossbow Guardian Force together. Kept running into each other, but she's working for the Resistance now. Okay, ich glaube, dann kennen wir sie wohl nicht aus diesem Teil. We probably sound like a couple of kids just now. Kind of makes you laugh, huh? No, not at all, Randy. Looks like you really care about her. I don't know about that. Besides, it's not like anything's gonna happen with things the way they are now. Anyway, let's worry about tomorrow instead. Okay, Randy. Meinetwegen. Und, oh Gott, Mischis. Warte mal, wie viele Events haben wir denn jetzt? Wir haben schon zwei am Strand. Drei. Vier und... Okay, vielleicht gibt's bei Floss kein Event. Aber kann ich mir nicht vorstellen, wenn es ja noch fünf. Also können wir gar nicht alles machen? Oh, oder ich glaube, wenn es so ist wie in Teil 3, bekommt man durch die Sidequests wahrscheinlich wieder ein Ticket dazu, ne? Und hier ist kein... Nee, hier ist keine Sidequest. Okay, dann ist wahrscheinlich das, die Sidequest dafür, dass wir noch ein Ticket bekommen. Und dann werden wir uns auf jeden Fall alles einmal angucken können hier. Shara. If you consider just ever so slightly slowing your pace here, you're drinking like fish with alcoholism. Oh no, Alkohol ist schlecht, Kinder. Ich weiß wirklich nicht, ob das so gut ist, dass wir so viel Alkohol hier trinken. Direkt vor dem morgigen Tag und so, wobei, also sie wird wohl damit ganz gut davon kommen noch. Ah, oh, don't be such a wet blanket. First time we get to go out in a while and you wanna ruin all the fun? No, that is hardly what I... Well, I suppose there's no harm in cutting loose this evening. Allow me to join you in the festivities. Nein, Oliver, nein. I don't think so. You need to take it easy. Ja, das glaube ich wirklich auch. Bin ich sehr gewohnt. Remember what the doctors told you about giving your body time to heal. Well, I suppose. Don't worry, when all this is over and you're fully recovered, we'll go out for a really wild night. We'll call up Aina in all of the world's best bars and party to dawn. Das überlebt er nicht. Oh no. As tempting as that sounds, I wonder if we could dial it back just a little tonight. Did you say something? Nothing at all, my dearest. I wonder who this Aina is.
Das willst du gar nicht wissen. Anyway, it really seems like only Shara and Mueller could get away with treating the prince the way they do. Aus dem blauen Stern. Oh hey, well here, there's something I've been meaning to give you, Reen. Hier, ach, Pom-Pom-Party, ja, gut, in Ordnung. Ja, you really are my one and only. Given the events this evening as in store, I'll keep you company as you drink, but I'll make sure you do so in moderation. You're gonna pour or you're gonna keep talking? Right here you are. Ich will mir... Okay, tut mir leid, falls wir das schon längst beschädigt bekommen haben oder so. Aber, also mir ist schon aufgefallen, das ganze Spiel über, dass Shara und Oliver sich relativ nah sind und so. Vor allem auch die, schon von Anfang an, als er halt verschwunden war und, nicht verschwunden, er war ja tot, tatsächlich, und sie ein bisschen traurig und so weiter, bla, ne? Aber... Flirtet Oliver nur so aus Spaß, weil er mit jedem flirtet, wie er es immer gemacht hat, oder haben die wirklich was? Ich bin mir wirklich nicht hundertprozentig sicher, tatsächlich. Ich bin wirklich nicht sicher. Kann sein, dass ich irgendwas verpasst habe und wir das eigentlich schon längst wissen, mit hundertprozentiger Bestätigung. Aber, ja. Ach, die Yuna-Familie. Ja, ja, die Crawfords. You'll have to excuse us, really didn't mean to interrupt your party. But once the kids heard about it, they just wouldn't take no for an answer. Ja klar, hast du die Familie auch noch eingeladen, das ist in Ordnung. Wir haben ja Platz, wir haben ja Platz. Hey, don't worry about it. You're more than welcome to join us. I'm sure it's been a while since you last got to spend some quality time with your family anyway, huh, Yuna? It really has. Even Dad managed to get this evening off for a change. And having Michelin all to ourselves is just the icing on the cake. That is. You guys have fun now. Of course, the theme park is the pride of Crossbell. I hope you enjoy it too, Instructor. So, und die Kinder gucken sich hier Michi an, huh? Beide Michis. Michi und... Mecha-Mishi. Wahoo! The special show is about to start. I can't take it. I can't wait any longer. You're really into this, huh? Have a good time, Nana. Thank you. Ja, viel Spaß euch noch, würde ich sagen. Was ist denn noch für ein Shop? Na gut, irgendwas zu essen wahrscheinlich, was ich nicht brauche. So wie ich es gewohnt bin jedenfalls. Oh, wir haben schon mal gemerkt, dass Sydney sich ein bisschen angenähert hat an sie. Aber es war sehr einseitig, also, are the others here yet? Oh, yeah, I asked Kurt and Maya along, but there's no sign of them. Ganz sicher, dass du das getan hast? Come on, guys, where are you? Oh. Oder vielleicht sind sie absolut nicht gekommen. We knew with Maya, there's like a 50-50 chance at best of her showing up to anything, but never expected Kurt to flag out on me. Wait a minute. This is my chance. Should I ask Ada to ride the Ferris wheel with me one-on-one? Are you alright, Sydney? You're looking rather... intense. Looks like Sydney ended up getting to spend some time alone with Ada without even planning it. Wie hast du deine inneren Monologe gehört? Here's hoping he doesn't mess things up. Ja, viel Erfolg, aber ich weiß nicht, ob er das hinbekommt. Ich weiß echt nicht, ob er das hinbekommt. Also gut. Der Grund, warum ich eigentlich hier bin. Genau, Zeit für You Say. Mehr kann man doch wirklich nicht verlangen, ne? Ja, ich glaube, dann wären das hier noch tatsächlich die normalen Events, dann weiß ich noch nicht, wie die Final Bonding Events funktionieren. Die waren ja in Teil 3 so, dass sie einfach kamen, sobald man irgendein Bonding, ja, irgendein Bond-Level auf dem Maximum hatte. Aber das waren ja auch nicht so richtige Final Bonding Events. Wir werden sehen. We've almost reached the top. That was fast. It feels so great to be able to enjoy the view. Just the two of us. I bet the rest of your fans will be super jealous of me. I don't have fans. Oder so. We've had this discussion before, you say. Countless times. If I get my wish, it will never stop. No one knows what will happen tomorrow, but maybe we can do this again. I really hope so too. Ja, mit Sicherheit. Also nicht wirklich, weil es keinen Teil 5 gibt und so. Und ich glaube nicht, dass es sowas in Hajimari geben wird irgendwie, aber mal sehen. Ne? Ich lasse mich auch gerne eines anderen überzeugen. Jetzt sagt man das, glaube ich, nicht. Egal. Punkt ist, mal sehen. Oh? Kommt das auch direkt was? Oder warum hört die Musik hier auf? Und warum lädt es so lange?
After what Rean decided to walk back with me, you say, they enjoyed the night air along the way, stretching out the evening as long as they could. Until... Huh. Instructor Rean, allow me to apologize. Apologize? What for? Back before we met, when Elise had told me about you, there was a part of me that thought of you as nothing more than a pawn to be played. You, the Ashen Chevalier. The young hero who saved the nation. Your past, your relationship with the Chancellor, all of it factored in my calculations. My plans to use you. Yeah, right. Guess as much. Given your keen analytical mind, I'd be surprised if you hadn't thought of me like that. But now that you're telling me this, I assume that's all in the past now? Indeed. Ever since that evening, 2 months ago, at the field exercise camp. Oh, der Abend. And your classmates do have an effect on each other. You might be able to limit that, but you can escape it. I'll be watching to see how that changes you. All of you. Those words of yours strike me just as deeply now as they did then. And strangely enough, tonight on the eve of Operation Mule Mirage, I don't feel even the slightest bit of fear for that. You have my sincerest gratitude and my deepest apologies as well. It's fine. Don't worry about it, Musei. And let me thank you as well for all the time we've spent together. Neither of us want to have to rely on this plan of yours. So let's do everything we can tomorrow to find victory on our own terms. Together. Yes. You have my word, Instructor Rean. And perhaps this is asking a bit much, but I was wondering if you might have a bit of time to talk later. Uh-huh. Of course, I'm sure you've already promised the night to your dearly beloved, but if you have a single moment to spare, maybe before or even after, just a bit is all I need. If I could see your face and hear your voice before tomorrow comes, I think I'll be able to rest easy. You say. If you do happen to have time later, please call me on my Arcus. Okay, 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 okay. Dann kann man wahrscheinlich mit allen, die ein Herzchen haben, und vielleicht auch mit denen, die ein Sternchen haben, bekommt man vielleicht immer so ein Event hier, nachdem man Zeit mit denen verbracht hat. Vielleicht sollte ich mich also auf die konzentrieren gleich ein bisschen. Und bei den Herzchen-Leuten kann man dann am Ende nochmal auswählen, wen von denen, mit denen man hier das Event verbracht hat, man dann wirklich wählen möchte. Also das ist jetzt zumindest gerade meine Interpretation der Dinge. And if you don't, give me a call anyway. Even that much would be more than enough for me. Oh Mann, oh Mann. Ach, eigentlich haben wir schon alles quasi bekommen, was wir von Musei wollten. Am Strand, aber trotzdem, trotzdem. I wouldn't be able to bring myself to. If I didn't, I need to decide if I can give Musei the answer she's looking for. Ja, 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 können wir, auf jeden Fall. As Rean and Musei's bond deepened, they both became stronger. Ja, okay, das wollte ich gar nicht wissen. Achso. Ah, auch nett. Und Shining Anima. Aber ich habe eine Einladung von ihr bekommen, also darum geht es tatsächlich, dass sie diese Einladung jetzt sammeln kann. Mir fällt ein, ich wollte eigentlich, glaube ich, Zeit am Strand mit Musei verbringen, jetzt wo ich drüber nachdenke nochmal. Na, vielleicht mache ich das trotzdem noch. Wir haben jetzt ja noch da zwei Events. Was machen wir heute noch? Ich würde jetzt erstmal noch zum Schloss gehen, würde ich sagen, weil da... Was? Wo bin ich? Ich wollte nicht mit dir reden, warum immer du bist. Gabriel, I don't care about you. Genau, hier wollte ich lang gehen. Na, gucken wir jetzt auf jeden Fall erstmal noch beim Schloss vorbei. Und... Dann gehen wir Richtung Strand. Genau, machen wir das so, machen wir das so. Also wir können jetzt mal gucken, ob es hier ein Event gibt, aber würde mich sehr stark wundern, wenn nicht. Wen haben wir hier noch? Ach, klar, euch beide. Oh, Vincent, isn't it a simply enchanting night? Indeed, the elegance of the Castle of Mirrors, the sky was flung with glistening stars. But Margarita, their beauty only reaches its pinnacle when reflected in your eyes. My, you always know what you just what to say. You know, Vincent, if you ever wanted to propose, I can think of no setting more perfect than this lovely night. It is quite lovely, yes. How do you really feel about Margarita? Emotional attraction is clearly there, but am I so superficial as to be put off by her appearance? Ja, ich verstehe, was du meinst. Oh man. Love is blind, and I do love her. I do. Do I? Would I be struggling if it were so simple?
Vincent looks like he's going through some kind of inner turmoil. Ja, und hat auf jeden Fall wahrscheinlich auch ein schlechtes Gewissen darüber, dass er so denkt, wie er denkt. Gibt's echt gar nichts? So, ich kann hier reingehen auf jeden Fall noch. Wir schauen mal, vielleicht gibt's hier doch kein Event. Ich wüsste doch ganz ehrlich gesagt nicht so wirklich... Ach doch, okay, nevermind, ich nehme alles zurück. Warum denke ich überhaupt nach? Denken ist überbewertet. Oh, hello, Rain. I hope you're having a little fun. Did you come to get a reading from the fortune teller? They say she's never wrong. That's quite a reputation. I see you've got the gang back together. That's right. It's as though we're back at Thors again. Right down to Min's mysterious tardiness. It's strange. She seemed so excited when I suggested we all walk around together. She probably got distracted along the way. You know how she is. I hope we can meet the fortune teller soon. There's something I really want to ask. Was denn? What Ellen, I imagine? Oh, ach ja, sie ist das, stimmt. Ich wusste es nicht mehr. The curse effects on him still aren't letting up? No, I've tried calling him so many times already. They just can't get through. He must already be on his way to the front lines. I'm so sorry. We've all been worried about him. No, I'm sorry for bringing it up. I didn't mean to put a damper on the evening. Nein, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich hoffe, dass die Story noch ein bisschen eine Auflösung bekommt. Aber ich denke, Ellen wird mittlerweile so oft gezeigt, auch in Story-Cutscenes wurde er jetzt ja teilweise schon gezeigt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht am Ende noch aufgelöst wird so richtig, was dann noch zu ihm wird. Okay, that's fair, I'll leave you all to it. So, den kann ich hier mitnehmen, ist die Frage. Hier kann ich Sarah auch mit hinnehmen. Ah, Celine habe ich jetzt ein Sternchen. Hatte ich vorher schon bei Celine ein Sternchen? Ich weiß es ja nicht. Okay, komm, nehmen wir Sarah mit. Ist in Ordnung. Machen wir. Let's go. Vielleicht verbringe ich ja doch nicht mit ganz so vielen verschiedenen Charakteren Zeit, wie ich ursprünglich geplant hatte. Wir werden mal sehen, ob ich noch so Lust habe. So, this is the Castle of Mirrors. I like the mysterious feeling in here. It's like we've stumbled into another dimension. The staff said there's a rest spot a little further down. Right, let's go. Warst du damals noch nicht dabei, als wir hier das erste Mal waren? Doch, oder? Oder nicht? Nee, das war im ersten Akt, ne? Natürlich war er nicht hier. Okay, dann nehme ich alles zurück. Dann, das erklärt einiges über sein Nicht-Kennen dieses Ortes. Genau, hier ist der kleine Rest spot, nämlich. Wo man ein bisschen Pause machen kann. Being surrounded by so many mirrors is kind of weird. We're almost at the end. I wonder if we should ask the fortune teller. The one back there is actually her, so... Might as well ask what'll happen to me after tomorrow. I'm not going to take it too seriously. What are you going to ask for, Sarah? What do I want to know? Ja, gute Frage. Was möchtest du wissen? Das musst du schon wissen, tatsächlich. Könntest du ja fragen, was du wissen möchtest. Hahaha. Okay, tut mir leid. Gehen wir bitte weiter. Ja, natürlich ist sie es. I've been waiting for you both. Arbeitet sie wirklich hier oder ist sie immer nur hier, wenn wir hier sind? Welcome to the room of fates unfolding. I knew we would meet again, and I'm glad to see you looking well. I heard that you were working as a fortune teller here, so I decided to come here as a customer today. How about a barrel? Yeah, that's no problem. Let us begin. What do you wish to know? Einige Sachen. So you would like to know what will happen to you after tomorrow. So I would like to know about her career. Is this not so? What? It's good to see you're still on top of things. Okay, sie weiß also wirklich, was Sarah wissen will. Schön. Das war nur ein Scherz eigentlich. Of course. Well, shall we begin? Rin, there are dark clouds surrounding your fate. They are so dense that my sight cannot penetrate, but that does not mean there is no hope. The key to scattering this fog is within the special bonds between your friends. And one more thing. The bonds between us? What's the other thing? Unfortunately, even I do not know what it may be. Oh, na super. It all depends on your efforts tomorrow, including whether you discover what that is. Not sure if I really understand, but I'll keep it in mind.
If it's tomorrow, I guess I need to think about how I should spend my time before the final battle. Ja, auf jeden Fall. Mit meinen Freunden. Dr. Sarah, you may survive tomorrow, but witheringly busy days lie ahead of you. Your actions and efforts will have a direct effect on... effect. Ich kann es nicht richtig aussprechen gerade irgendwie. On the future, where those that have been oppressed will finally be relieved. Oh! This is regarding your work, as well as your homeland, das sagte ich mir fast. I understand the part about the guild, but... Does that mean that Northumbria will... Wird wieder selbstständig, unabhängig, wie auch immer. I thought I'd find a ray of hope in a place like this. In the end, it all depends on my efforts and the efforts of the guild. I'll do what I can to help. Let's do whatever we need to tomorrow. You got it, Rain. I pray fortune smiles upon you. Until we meet again. Das war tatsächlich ganz nett eigentlich. Vor allem, was wir jetzt auch über Rain erfahren haben, dass wir noch irgendwas herausfinden müssen. Anscheinend, morgen, was auch immer es ist, was irgendwie nicht sehr, ja, hilfreich ist, das gesagt zu bekommen, vielleicht, aber... Ja, das kann dann alles bedeuten, im Prinzip. Und damit auch irgendwie nichts. Ja. So. Ich brauche noch eine kleine Szene hier auf jeden Fall mit ihr schon mal. Thanks, Rain. For everything. Instructor... Looking back on it, I've been a pretty shoddy excuse of a teacher to you guys, especially to you. Ach nee, Sarah. But in Keine the Sorge. End, I ended up growing just as much as all of you, not just as an instructor or as a bracer, but a person too. Tomorrow, we fight for a better future. One where we can keep on growing, together. Ah, what am I saying? You're all younger than me, so listen up. We're all gonna make it through this. No ifs, ands, or buts about it. Understood? Natürlich. Understood. Loud and clear. We'll pull through this, Instructor Sarah. This is the last night. Is this how I wanted to end? Oh, what? Okay, das ist interessant. Man bekommt also nicht von allen eine Einladung. Sondern teilweise kann man selbst die Einladung stellen. Das ist super cool. Oh no! Oh no, das ist ja schrecklich! Weil ich muss Nein auswählen eigentlich. Oh, das ist wirklich, wirklich schade. Das ist wirklich, wirklich schade. Es tut mir so leid, Sarah. Es tut mir wirklich leid. Nachdem du mir im zweiten Teil versprochen hast, dass du auf mich warten würdest und so. Das ist wirklich nicht leicht. Die Wahl gerade irgendwie. Ich müsste doch noch an den Rand werfen. Nein. Ich bin schlecht. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin meinen zweidimensionalen Frauen untreu. Sehr, sehr untreu. Das ist unfassbar. Immer und immer wieder. Na gut, na gut. Oh, wir sind noch direkt am Strand, wo ich ja sowieso hin wollte. Das ist ja perfekt. Als hätte ich es gewusst. Als hätte ich es gewusst. Ach, tatsächlich haben wir auch noch zwei Events. Hatte ich mich verzählt irgendwie, was die Events angeht, die wir frei haben und so? Ach nee, es gibt ja noch Michi da drüben. Genau, deswegen war es noch eins mehr. Na gut, machen wir noch hier die zwei Events oder machen wir noch die Sidequests, ist die Frage. Ich denke, wir machen eher noch die zwei Events am besten, ne? Ja, machen wir das. So. Genau, hier können wir uns die Wunderkerzen ausleihen, ne? Oder was heißt ausleihen? Wir geben die nicht zurück danach. Das würde irgendwie wenig Sinn ergeben, glaube ich. Mit Ash kann ich das machen, warum kann ich das mit Ash machen gerade? Ich meine, der wirkt so wie der am wenigsten Spaß daran hätte irgendwie, habe ich das Gefühl. Machen wir es mit Altina? Ja, komm. Altina hat auch bestimmt Spaß. An kleinen leuchtenden Dingsern. Oh nein, ich werde kein Date mit dir vereinbaren. Keine Sorge. I've never had a small sparkler like one of these before. Their size can't compare to the giant fireworks I've seen in pictures yet. I find them dazzling. That's the best way to put it. I'm glad you like them. Altina really has a lovely smile. There was a time I never even would have expected to see it, but here we are. Is something wrong? No, not at all.
dachte ich, dass sie daran Spaß haben würde. Tatsächlich, das passt sehr gut zu ihr, auf jeden Fall. Looks like they're all burned out. I'd really like to spend more time with you again, Instructor Reen. I want to enjoy many more fireworks together, dazzling or otherwise. It's a promise, Altina. Ach ja, ach ja. Ja, okay, ich sehe ein, dass ich das Event mit Celine auf jeden Fall verschwendet habe, weil das eigentlich Interessante, die Events danach sind erst. Ich gebe zu, es tut mir leid, das war wieder mal nicht perfekt durchdacht. Weil ich es im Voraus nicht perfekt durchschaut hatte. Ja. I'm very happy to have met you, Instructor Reen. Oh, what's this all of a sudden? Just a passing thought. When we first met, we were nothing more than enemies. Ja, das wohl war. Und jetzt sind wir tolle Freunde, sind zusammen auf dem Cover abgebildet. Not oder war long das after, Teil 3? Weiß ich gar we nicht mehr. Partners. And later still, teacher and pupil. In every instance, you've always been there, looking out for me in some way. Meeting the rest of Class 7, getting closer to Milliam. All of those things have changed me for the better. I may not have been born a human, but I think I have become more like one. And for that, I want to thank you. Altina. That's something you learned on your own. From all the time you spent with everyone. All I've done is given you a little push now and again. Still, knowing I've been able to help, even just a little, makes me happier and prouder than you could ever imagine. Instructor Reen. There's still so much left in this world for you to teach me. So much left I want to learn. It falls to us to pave the way to a better future. For you, for Milliam, and for everyone else as well. And to that end, you have my full support, just like always. Our mission tomorrow is nothing we can't overcome together. And overcome we will, Altina. Just like always. On that note, Dr. Reen, I was wondering if you could spare some time for me later, okay? Sie hat also auch noch eine Einladung. I feel there were some things left unsaid after our conversation the other day. Our decisive of battle starts tomorrow. This may be the final night we spend together. I can feel my chest tighten every time I think of it. I see. You have to understand what these feelings are, no matter what may become of it. Knowing that is more important to me than anything else in the world right now. If you do happen to have time later, please call me Marcus. Whatever works best for you, I'll make the time. Ja, wie gesagt, das werde ich auf keinen Fall annehmen, tatsächlich. Das ist auch keine schwere Entscheidung, aber trotzdem mit ihr Zeit zu verbringen, so war nochmal sehr süß. War auf jeden Fall auch das richtige Event für sie, voll und ganz. So, dann können wir es auch mit Michi oder am Strand Zeit verbringen, natürlich, prinzipiell. Wir werden sowieso beides noch machen. Ich gehe davon aus, jedenfalls, dass wir nochmal ein Ticket bekommen. Aber sicherheitshalber, falls wir dann doch kein Ticket mehr bekommen von der Sidequest und wir uns wirklich für ein Event entscheiden müssen, wollen, müssen, was wir gar nicht mehr machen wollen. Nehmen wir lieber das hier. Was war das überhaupt nochmal? Ah, ja, genau, hier konnte man einen Drink machen. Klar, hat ich ganz vergessen, was genau es nochmal war. Ja, da habe ich mich ja gewundert, warum man Sarah nicht einladen kann. Musei, das Herz ist schon leer, weil wir das schon aufgebraucht haben wahrscheinlich, ne? Denke ich mal. Ja, dann nehmen wir doch Tower. Ja, gut, immerhin jemand, der auch Alkohol trinken kann. Das war mir irgendwie wichtig halt. Wobei sie anscheinend schon genug trinken war sowieso. Alright, I brought a lot of ingredients for us to choose from, so now we've just got to figure out where to start. Oh yes, I'm sure we can make an absolutely delicious cocktail if we put our minds to it. You're welcome to use the ingredients we have on hand too. I can't wait to try your concoction. The two of them work together to make a cocktail. They settled on which ingredients would complement the drink best through trial and error. And after a while, they completed their special cocktail. Oh, mit einem kleinen Sternchen oben drauf. It's all done. I call it Star Plume Fizz. Oder so. It looks just like the first star to appear in the sunset sky. It fits you and your love for astrology quite well. I cover the stars out of the inside of a plume. And for the drink, I mixed in some homemade plum syrup to give it a sweet and sour taste. I want a cocktail to be easy on the eyes and on the tongue.
Well, that's a mission accomplished. It's got a beautiful color and looks delicious. Und was mit dem Geschmack? I like what you've done here. It's really unique. In fact, I think I'll add you on a menu. Why don't you enjoy a glass together on that bench? Enjoy the rest of your evening. Klar, ist das Alkohol da drin oder nicht? Bin nicht sicher, aber wenn es sich Mühe gegeben hat, dass es leicht für die Zunge ist und so, angenehm auf der Zunge, dann wird da wahrscheinlich Alkohol drin sein, weil sonst wäre es wahrscheinlich nicht sonderlich schwer gewesen. Sehr schön, sehr schön. Ja, wie gesagt, frage ich mich immer noch, warum man dahin nicht Sarah mitnehmen konnte, aber das war trotzdem ganz nett. Da bin ich jetzt auch auf jeden Fall mit zufrieden. Definitiv. Afterward, Rin decided to walk back with Toa. They enjoyed the night along the way, stretching out the evening as long as they could. And then... Rin, I wanted to take a second to thank you. For helping me out with student council, for staying by my side during the Civil War, and for always having my back. As a fellow branch campus instructor, you're always there for me. Just like Angie and the others. Or, no, what we have between us is something special all its own. So, thank you, Rin, for all the moments we've shared together. I should be the one thanking you, Toa. You've done just as much for me, if not more. We've gone through so much in school and work alike. Every moment we've spent together is a precious memory to me. But still, don't act like this is going to be the end. Someday, we'll look back on tomorrow as just another day in our lives. I'm sure of it. Ich meine, wir haben schon so viele krasse Sachen durchgemacht. Auch vor allem am Ende von jedem Trails-Spiel und so, aber auch allgemein. Von daher, warum sollten wir gerade morgen sterben? We're not done making memories just yet, Toa. Let's keep at it. Now, and far into the future. Yeah, let's. This is the last night. Is this how I want it to end? Nee, also, ja, doch, ist es. Ist es. Hab dich lieb, Tower. Bist cute. Aber auch nur das. Aber auch nur das. Mehr brauche ich. Nicht von dir. Außer cute sein. Ah, ich habe halt jetzt ein Accessoire weniger bekommen, als ich insgesamt bekommen hätte können. Was sind das überhaupt für Sachen? Evasion plus 10%. Okay, gucke ich mal, ob Kurt auch schon was Besseres hat. Auto-PCP ab. 6 pro Turn für Rin only. Ach, das ist alles Rin only. Okay. Schade. Sehr, sehr schade. Direkt. Prevents Ailments Balance Down. Aha. Oh, plus 200 jeweils. Magic Evasion. Oh. Und Delay plus 5. Oh, das sind echt krasse Sachen halt. Oh, das hätte Kurt gebrauchen können halt, oder? Ach nee, Evasion auch plus 10% und hier auch plus 10%. Okay, nevermind, hab falsch gelesen gerade. Ich hab nur die 5% gerade gesehen und das war Critical Rate. Na trotzdem, sind cool, dass es war's. Wie gesagt, jetzt habe ich leider eins zu wenig bekommen, aber... Na gut. Ich mache die Events ja nicht für das ist was, sondern für die Menschen und den Spaß dahinter. Genau. So, dann würde ich sagen, bevor wir uns die Sidequests angucken und dann wahrscheinlich noch ein letztes Event hier mit Michi und dann noch das Gespräch mit... Cassius Bright. Und so, mal sehen, was da noch so passiert. Beende ich hier erstmal den Part. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Das war für eine sehr, sehr schöne Folge hier schon mal in Michelin. Und beim nächsten Mal wird es bestimmt noch besser. Bis dahin. Ciao.